Herzlich willkommen, ihr Lieben, heute Morgen zu unserer Kraftwerkfolge Nummer 18. Ich freue mich riesig, ihr seid dabei geblieben und lasst euch immer noch inspirieren durch das, was ich da herausgefunden habe und was ich euch weitergeben möchte. Ich hatte bereits erzählt, in den Folgen 16 bis 19 geht es darum, grundsätzlich um diese Fragestellung, wie der Heilige Geist in uns vermehrt werden kann. Es ist nämlich so, dass die Bibel da sehr klar ist, dass wir selber darauf Einfluss nehmen können, wie viel Heiliger Geist in uns wirksam ist. Wie viel von dieser Kraft Gottes, von der ich die ganze Zeit erzähle, wie viel von dieser Kraft in uns eigentlich Raum nimmt. Darauf haben wir, jeder von uns allen, hat darauf Einfluss. Und ich hatte bereits schon einige Aspekte dazu erzählt, wie man das machen kann. Manches war sehr detailliert, manches eher oberflächlich. Wir werden das über die Zeit nach und nach vertiefen. Und heute habe ich einen Aspekt des, wie man den Heiligen Geist in sich mehrt, herausgesucht, der nicht allen geläufig ist. Und es fällt mir ein bisschen schwer, es war schon schwierig bei der Vorbereitung, weil da gibt es Unmengen von Büchern und Ansichten. Und darum möchte ich euch meine persönliche, nicht eine Lehrmeinung, aber meine persönliche Ansicht und Überlegung dazu einfach weitergeben. Es geht um das den Heiligen Geist in sich mehren, in sich selbst mehren, durch den Gebrauch des Sprachengebets. Und ich weiß, das Sprachengebet ist für einige sehr unbekannt, für andere sehr geläufig. Und ich weiß, dass mein Zuschauerspektrum da von dem einen Extrem zum anderen Extrem wandert. Und ich möchte deswegen einige ganz konkrete Sachen einfach erwähnen und für die Einsteiger auch noch etwas dazu beitragen. Wenn der Heilige Geist in uns wirksam ist, davon gehe ich einmal aus, dann möchte der Heilige Geist in uns, zieht uns ins Gebet. Und zwar nicht, wie es vielleicht ein bisschen klassisch wirkt, sondern er möchte in uns das Gespräch beginnen mit Gott. Er möchte in uns kommunizieren. Da ist Reden in uns. Gebet ist so viel mehr. Es ist nicht das Aneinanderreihen von Wünschen, sondern es ist das Gespräch, die Gemeinschaft mit Gott. Gebet ist eigentlich im Kern das Zusammensein mit Gott und die intime Vertrautheit. Das ist Gebet. Und oftmals redet Gott in meinem Gebetsleben viel mehr als ich mit ihm. Und manchmal ist es schon sehr viel. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, erlebt eine neue Qualität des Gebetslebens. Aber wir kommen manchmal in Situationen, da müssen wir einfach den Kopf woanders haben. Auf der Arbeit, beim Autofahren, da müssen wir fokussiert sein in unserem Job, wenn wir da Verträge vorbereiten oder was auch immer, da braucht es unsere ganze Konzentration. Und trotzdem möchte der Heilige Geist in uns beten. Er möchte trotzdem in uns kommunizieren. Darum schreibt Paulus, damit mein Geist und sein Geist zusammen. Also dieses in uns ist da was am Wirken, am Arbeiten und das zieht in eine Art Gebetsleben hinein. Und dafür ist uns das Sprachengebet gegeben. Das heißt, Sprachengebet kannst du immer dann machen, wenn du auf was anderes fokussiert sein musst. Du kannst Auto fahren und in Sprachen beten. Oder so wie ich heute Motorrad fahren und im Helm dann währenddessen in Sprachen beten. Das heißt, das Sprachengebet ist nicht zwingend etwas, was laut aus unserem Mund herauskommt, sondern es ist vor allen Dingen etwas, was in uns geschieht. Sprachengebet ist etwas, was in uns mit Gott spricht. Und es ist gegeben, wenn wir nicht die rechten Worte wissen. Wenn wir nicht wissen, was wir Gott sagen wollen, wir einfach nur Gefühle haben, uns ärgern, uns freuen. Sprachengebet drückt es dann schon aus. Es ist die Sprache, die Gott uns schließlich gibt. Es ist die Sprache, wo wir auf Augenhöhe mit Gott unterwegs sind und wirklich uns seinem Herzen nahen. Es ist die Sprache, die er dir und mir gegeben hat, um in uns mit Gott zu reden.
Und darum hat sie eine große Bedeutung. Wer das Sprachengebet vernachlässigt, vernachlässigt insgesamt auch mit Sicherheit seine Kommunikation mit Gott. Und darum schreibt Paulus, es ist wohl keiner, der mehr in Sprachen betet, als ich es tue. Ist ein bisschen angeberisch, findet man, aber es ist schon so, es hat eine riesige Bedeutung und wir müssen fokussiert sein, dass wir dieses praktizieren. Und wir brauchen Training da drin, Übung. Immer wieder diesen Anschluss, ach ja, in Sprachen beten jetzt. Immer wieder diesen Impuls, mach es doch jetzt, es ist wichtig. Es erbaut uns innerlich. Das sagt die Schrift. Ich blende jetzt den Text dazu ein, ihr könnt ihn mitleben, lesen. Das Sprachengebet erbaut unseren inneren Menschen. Es rüstet ihn zu für geistliches Leben im Alltag. Es ist ein ganz wichtiges Instrument, dass Heiliger Geist in uns mehr wird, die Kraft sich in uns mehrt und der innere Mensch erbaut wird, also zugerüstet wird, stärker wird. Wer daran spart, spart an etwas sehr Essentiellen. Also mein Aufruf heute Morgen, nimm es wichtig, permanent irgendwie in Sprachen zu beten und wenn du es irgendwie aus dem Auge verloren hast, komm wieder zurück. Es ist so, so wichtig für unsere innere Zurüstung. Gott möchte den inneren Menschen zurüsten, dass er neu wird, verändert wird, in Ordnung kommt. Das Sprachengebet ist ein ganz wichtiger Bauteil. Und die Frage ist natürlich jetzt bei einigen, die vielleicht eher noch nicht so lange Christ sind oder das noch gar nicht gehört und haben und kennen, wie bekommt man das Sprachengebet? In den Jahren meines Dienstes habe ich beobachtet, dass viele junge Christen daran verkrampfen an der Stelle. Sie sagen dann, ich will diesen Sprachengebetsgabe haben, ich will es haben. Und dann wird das so krampfig, so erzwungen. Und so funktioniert es gerade nicht. Ich habe beobachtet, dass besonders dann die Gabe plötzlich ausbricht, wenn die Leute sich in Gott verlieren, wenn sie sich in ihn fallen lassen. Ich mag mich entsinnen an einen jungen Mann, der mal mitgewesen ist auf einer Evangelisation. Und er leitete den Lobpreis bei der Evangelisation und wir hatten eine super Zeit, wirklich mit Verzückung in Jesus. Der Heilige Geist war mächtig da und er machte Gitarre und sang und spielte. Und plötzlich mittendrin war er so in Gott versunken, dass er angefangen hat, in Sprachen zu beten, dass es aus ihm rausquoll förmlich. Und er schaute mich völlig entsetzt an und sagte, was war das denn jetzt? Ich sage, ja, jetzt ist der Heilige Geist gekommen mit seiner Sprache, die er dir gegeben hat. Und seitdem hat er diese Gabe des Sprachengebets und wendet sie auch regelmäßig an, meines Wissens. Wenn wir das erzwingen wollen, das Sprachengebet, dann funktioniert es nicht. Aber wenn wir uns in Jesus verlieren, in ihn fallen lassen, uns ein Stück selbst aufgeben und wenn wir ja wirklich uns in seine Arme werfen, einfach nur sind, dann ist alles möglich. Und wenn das Sprachengebet da ist, steht es uns zur Verfügung. Dann überfällt es uns nicht wieder plötzlich, sondern wir können selber steuern, wann wir wie viel in Sprachen beten. Dann können wir auch steuern, ob wir es still machen im Herzen oder laut machen. Und dann können wir lernen, dass es da verschiedene Ebenen und Tiefen drin gibt. Und ja, ich höre manchmal ganz verrückte Sachen, dass dann zum Beispiel der Heilige Geist in uns selbstständig redet, in Sprachen. Aber wie gesagt, das sind alles ganz persönliche, sehr intime Erfahrungen. Und ich lade dich ein, mach dich auf, das zu entdecken. Es lohnt sich und es lohnt sich, wenn du dabei bist, es sogar noch zu vertiefen. Es gibt eine Vielzahl guter Bücher, leider auch eine Vielzahl schlechter Bücher dazu. Und wenn du sagst, ich möchte dazu mehr wissen, dann lade ich dich ein, erkundige dich, sprich mit Geschwistern, die die Gabe haben, frag sie, wie gebrauchst du die Gabe, wie lebst du damit? Sprecht mit Geschwistern, das hilft vor allem, glaube ich. Bücher sind manchmal nur einfach theologische Stellungnahmen, aber wenn man mit Geschwistern redet, wie sie es erleben, dann hilft es auch weiter. Also,
Was ich sagen wollte, ist, mit dem Sprachengebet könnt ihr das Wirken des Heiligen Geistes in euch mehren und die Kraft in euch entdecken noch mehr. Und ich lade euch ein, macht euch auf den Weg, es lohnt sich. Ciao für heute, euer Frank.